Ja, hallo, willkommen zu der neuen Folge von Expedition R. Ich möchte allerdings nicht gleich anfangen, weil seit Anfang diesen Jahres werden die Sendungen ständig unterbrochen von diesen aktuellen Fahndungsmeldungen. Und ich möchte gern die heutige Episode genauso wie letztes Mal, dass es also ohne Unterbrechung, und deswegen warten wir jetzt einfach, bis die aktuelle Fahndungsmeldung gelaufen ist. Und dann können wir ganz ohne Unterbrechung das heutige Thema abhandeln. Okay? Also, ich warte. Ja, ich warte. Muss gleich kommen. Ich warte. Ja, wo bleibt sie denn? Okay, sieht so aus, als ob mein toller Plan nicht funktioniert. Also dann fangen Achtung, wir an mit... Wir unterbrechen das Programm dieses Videokanals für eine aktuelle Fahndungsmeldung. Grüß Gott, liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fahndungszeichen YZ ungelöst. Hier ist das Aufnahmestudio Wien. Einen Fahndungserfolg bei der letzten Sendung kann die Gendarmerie Wien vermelden. Noch während der Sendung wurde Rumpelstilzchen in unserem Aufnahmestudio festgesetzt und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Den 5 Beamten des Gendarmerieposten im 5. Wiener Gemeindebezirk, die an der Festnahme beteiligt waren, wünschen wir auf diesem Weg ins Spital gute Besserung. Außerdem, wie der geneigte Zuschauer feststellen wird, hat Rumpelstilzchen dafür gesorgt, dass wir ein neues Studio bekommen haben. Wir danken hier der ersten allgemeinen Verunsicherung, die für den Schaden aufgekommen sind. Und schon gibt es eine neue Fahndung der Gendarmerie Wien. Gesucht wird Frostwiedchen, die böse Stiefmutter von Schneewittchen, wegen Anstiftung zur Kindsaussetzung, Anstiftung zum Mord und versuchter Mord. Der Gesuchten wird vorgeworfen, am oder um den 15. Jänner den Forstwirt Egon N. angestiftet zu haben, ihre Stieftochter Schneewittchen im Wald auszusetzen und zu töten. Anstatt die Anweisung auszuführen, nahm der Forstwirt allerdings Kontakt mit den Beamten des Gendarmeriepostens im 5. Wiener Gemeindebezirk auf. Bis zur Klärung des Falles sollte Schneewittchen aus Sicherheitsgründen bei der Sondergruppe 7 Zwerge untergebracht werden. Dort verübte ihre Stiefmutter einen Anschlag auf ihr Leben vermittels eines vergifteten Apfels. Ein zufällig des Wegs kommender Prinz konnte den Anschlag allerdings vereiteln, indem er bei Schneewittchen den heimlich Handgriff ausführte und sie so von den bereits verschluckten Teilen des Apfels befreite. Frostwiedchen ist seither auf der Flucht. Die Gesuchte ist ca. 1,60 bis 1,70 groß, hat dunkle Haare und Schneewittchen ist 1000-mal schöner als sie. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Gesuchten führen, haben die 7 Zwerge eine Belohnung in Höhe eines Sacks voller Edelsteine ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Gendarmerie oder unser Aufnahmestudio. Soviel aus Wien und nun weiter im Programm.
Heute wollen wir einen Blick auf das gegenwärtige Rust werfen, seine Symbiose mit dem Europapark und die Entwicklung, die Rust genommen hat. Außerdem geht es um ein paar grundlegende Dinge zum Europapark selber. Rust ist heute ein Ferien- und Erholungsort. Er zählt rund 3700 Einwohner und ist daher nicht nur von seiner Struktur her dörflich geblieben. Er ist beschaulich und ruhig geblieben, so dass man kaum glauben mag, dass in diesem Dorf mehr als 2000 Betten für Übernachtungsgäste bereitstehen. Westlich von Rust befinden sich die Vogesen, östlich der Schwarzwald. Außerdem grenzt die Gemeinde an die Naturschutzgebiete Elzwiesen und Taubergießen. Rust ist dabei idealer Ausgangspunkt für allerlei Aktivitäten, wie zum Beispiel Tagesausflüge. Die Entwicklung der Gemeinde vom Fischer- und Bauerndorf zu einem Erholungsort folgt dabei einem Muster, das sich wie ein roter Faden durch die Geschichte von Rust zieht. Mehr als einmal in der Geschichte änderte sich durch bestimmte Umstände die Situation des Dorfs, sodass die Bewohner gezwungen waren zu reagieren. Mal geschah das beispielsweise durch eine Auswanderungswelle, als der Ort nicht mehr in der Lage war, alle Bewohner zu ernähren. Bei anderen Gelegenheiten stellten die Bauern ihre Produktion einfach um, wie zum Beispiel im 18. Jahrhundert von Zuckerrüben auf Tabak. Und mit dem Anbau der Tabakspflanze begann die ganze Dorfstruktur sich umzustellen. Das Resultat war, dass irgendwann ein überwiegender Teil der Dorfbevölkerung mit dem Tabak zu tun hatte, sei es mit dem Anbau oder der Verarbeitung in Tabakfabriken. Doch im 20. Jahrhundert, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kam auch für die Tabak-Ära Schritt für Schritt langsam das Ende. Um Gäste in die Gegend zu holen, wurde in den 1960er Jahren schließlich einem kleinen Märchenpark gestattet, sich in den weitläufigen Anlagen des Parks von Schloss Balthasar anzusiedeln. Und da dieser Park aber über ein eher beschränktes Werbebudget verfügte, kamen kaum Besucher. In dieser Situation wurden der Unternehmer Franz Mack und sein Sohn Roland auf Rust aufmerksam, die auf der Suche nach einem Gelände für einen Freizeitpark waren. Sie hatten sich zuvor schon zwei Standorte angesehen, doch beide kamen nicht in Frage. Der eine Standort lag im Überschwemmungsgebiet des Rheins. Bei dem anderen Standort wurde von den Unternehmern gefordert, dass sie mit der Parkeröffnung auch eine neue eigene Autobahnausfahrt bauen sollten. Diese Doppelbelastung, einen Freizeitpark quasi aus dem Nichts aufzubauen und noch dazu eine Autobahnausfahrt, war finanziell nicht machbar. In Rust jedoch fanden Franz und Roland Mack ein Gelände, das ihnen zusagte. Es handelte sich dabei um den Park von Schloss Balthasar und den angrenzenden Märchenpark. Insgesamt waren es 16 Hektar Fläche. Außerdem sicherte man sich ein Kaufrecht auf Schloss Balthasar. Dieses erhielt man allerdings nur durch die Zusage, dass in unmittelbarer Nähe des Schlosses keine Attraktionen gebaut werden dürften. Und noch ein Gebäude sollte unbehelligt an seinem Platz bleiben. ...1943 fasst der letzte Stammherr von Rust, Ruprecht Böcklin von Böcklinsau, den Entschluss, die Familiengrabstätte aufzugeben und die Familienmitglieder in den Park von Schloss Balthasar zu überführen. Dort wurden sie auf einer Erhebung, dem sogenannten Finkenbuck, beigesetzt. 1954 wird mit dem Bau einer Grabkapelle begonnen, die am 10. Juli 1955 eingeweiht wird. Sie ist der Jungfrau Maria geweiht und trägt ihren Namen.
An der Außenmauer der Kapelle befinden sich Grabtafeln und Grabsteine der Böcklins und deren Verwandten. Und auch an seine eigene Vergänglichkeit dachte Ruprecht Böcklin von Böcklinsau. Er ließ einen Platz für sein Grab reservieren und auch schon einen Grabstein machen, wobei die Zeile mit dem Sterbedatum freigelassen wurde. Tatsächlich starb er noch im selben Jahr und wurde an der vorgesehenen Stelle in einem ausgehöhlten Eichenstamm beigesetzt. Nachdem alles geklärt war, eröffnete der Europapark am 12. Juli 1975 zum ersten Mal seine Pforten. Und wieder begann eine Erfolgsgeschichte in Rust, die das Gesicht des Dorfes verändern sollte. Der Europapark zog sofort sehr viele Besucher an. Allein 250.000 im ersten Jahr. Im zweiten Jahr waren es bereits 700.000. 1978 wurde die Millionengrenze überschritten. Gleichzeitig wurde der Park selber immer größer. Immer mehr Attraktionen kamen hinzu. Und immer mehr Gäste wollten mehr als einen Tag in Rust bleiben. Zwar verfügte Rust über einige Gästebetten, diese reichten aber bald nicht mehr aus. Und so kamen bis heute immer neue Hotels, Gästeunterkünfte und Pensionen dazu. Nach dem Geschick beim Fischen oder beim Anbau von Flachs, Zuckerrüben oder Tabak konnten die Ruster nun ihre Gastfreundschaft beweisen. Und das tun sie, denn all diese Beherbergungsbetriebe existieren friedlich miteinander und nebeneinander und neben dem Europapark Hotelressort. Seit Rust Erholungsort geworden ist, fällt bei jeder Übernachtung eine Kurtaxe an. Für diese erhält man eine Gästekarte, für die es gewisse Vergünstigungen gibt. Das sind zum Beispiel Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, vergünstigte oder freie Eintritte in Schwimmbäder, Vergünstigungen beim Minigolf und viele Sachen mehr. Inzwischen gibt es so viele Hotels, Pensionen und private Vermieter in Rust, dass man sie in diesem Beitrag gar nicht alle genug würdigen kann. In unserem Blog gibt es unter der eingeblendeten Adresse ein Verzeichnis, das ständig erweitert wird. Außerdem kann man den Aufenthalt in Rust dort gleich buchen. Doch bei einem Ferienaufenthalt ist nicht nur die Unterkunft wichtig, sondern auch das Drumherum. Und auch hier kann Rust einiges bieten. Es gibt im Ort eine freie Tankstelle, wo der Sprit günstiger ist als an der Autobahn. Es gibt zudem verschiedene Geschäfte, eine Apotheke, einen Arzt, einen Bestatter, kurz alles, was man so braucht, auch wenn der Aufenthalt in Rust mal nicht ganz so angenehm verlaufen sollte. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Restaurants in verschiedenen Preislagen, von gut bürgerlich bis exotisch. Von diesen gibt es auf unserer Webseite ebenfalls ein Verzeichnis.
Rust verfügt auch über verschiedene Sporteinrichtungen und Vereine, wie den SV Rust 1923 oder den Tennisclub 80 Rust e.V. Wer lieber mit der mobilen Behausung unterwegs ist, für den gibt es einen Caravan-Stellplatz direkt beim Europapark Camp Resort und in unmittelbarer Nähe des Almentsees, einem Badesee. Rust liegt eingebettet in einer wunderschönen Landschaft mit Naturschutzgebieten, auf die ich jedoch in einer anderen Ausgabe zu sprechen kommen möchte. Und wie sieht es denn generell aus mit der Verkehrsanbindung in Rust? Dass man mit der Bahn recht gut nach Rust kommt, darüber habe ich schon in einer anderen Folge gesprochen. Aber wie ist das mit dem Auto? Auch hier ist die Anbindung sehr gut. Rust liegt in unmittelbarer Nähe der Autobahn A5 Karlsruhe-Basel und hat seit einigen Jahren auch eine eigene Autobahnausfahrt. Die Zufahrt von der Autobahn zum Park wurde erst kürzlich neu gestaltet. Die insgesamt 3 Spuren können je nach Bedarf in unterschiedliche Richtungen freigeschalten werden. Auf diese Weise werden Verkehrsprobleme wie Rückstaus zur Autobahn oder zum Park vermieden. Und wie ist das mit dem Parken in Rust? Wenn ihr denkt, ihr könntet einen gebührenpflichtigen Parkplatz umgehen, indem ihr euch einfach in den Ort stellt, dann kann ich nur sagen, schlagt es euch aus dem Kopf. Während der Hauptöffnungszeit des Europaparks darf man in Rust mit Parkscheibe maximal 2 Stunden parken. Und glaubt mir, das wird kontrolliert. Natürlich bieten die Hotels und Unterkünfte für ihre Gäste eigene gebührenfreie Parkplätze an. Für den Tagesgast gibt es allerdings nur eins, den gebührenpflichtigen Parkplatz des Europaparks selbst. Für das Parken entsteht pro Fahrzeug eine einmalige Gebühr. Diese bezahlt man, indem man im Europapark eine Parkmünze kauft, die man bei der Ausfahrt in den Schrankenautomaten wirft. Die Gästekarte, die man als Übernachtungsgast von Rust erhält, berechtigt zum einmaligen kostenlosen Parken. Jahreskartenbesitzer können ihre Karte mit einem speziellen Jahresparkticket versehen lassen. Man zahlt für das Jahr einen einmaligen Betrag, der sich rechnet, wenn man sehr viele Tagesausflüge in den Europapark macht. Und wo wir gerade von Eintrittskarten sprechen, die Eintrittskarten in den Europapark kann man auf verschiedene Weisen bekommen. Man kann sie vorher im Internet kaufen und zu Hause ausdrucken. Wenn man in Rust oder in der Umgebung in einem Beherbergungsbetrieb übernachtet, kann man die Karten auch dort direkt kaufen. Die einfachste und direkteste Möglichkeit jedoch sind die Kassen am Europapark. Sie verkaufen Eintages-, Zweitages-, Dreitageskarten sowie Jahreskarten und als Zahlung akzeptieren sie Bargeld, EC-Karte oder Kreditkarte. Direkt an der Kasse kann man außerdem die Parkmünzen kaufen oder man kann sie an einem Automat an der Rückwand des Kassenhäuschens selber ziehen. Für Gruppenreisen gibt es gesonderte Konditionen. Die Gruppe muss eine bestimmte Größe haben und sie muss spätestens einen Tag vorher angemeldet sein. Der Reiseleiter muss sämtliche Gruppenkarten gesammelt an der speziellen Gruppenkasse abholen. Als speziellen Service bietet der Europapark für Busfahrer von Reisegruppen
im deutschen Themenbereich einen Ruheraum an. Ein anderer Spezialfall beim Bezahlen sind Jahreskarten. Dazu geht man zuerst zur normalen Kasse und bezahlt den Betrag für die Jahreskarte. Dann bekommt man eine solche provisorische Eintrittskarte. Mit dieser provisorischen Karte darf man genau einmal in den Park. Wenn man drin ist im Park, sollte man ziemlich schnell zum französischen Themenbereich gehen. Dort gibt es an diesem Schalter die endgültige Jahreskarte. Natürlich nur gegen Vorlage der provisorischen Karte. Die endgültige Jahreskarte trägt ein Bild ihres Besitzers und ein jährlich wechselndes Motiv. Sie berechtigt für den Eintritt in den Europapark, und zwar exakt für ein Jahr ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Wie aber findet man sich im Park zurecht? Nun, da nicht jeder ein Doktor allwissend ist, hilft der Park danach. Es gibt Parkpläne und Prospekte mit Showzeiten am Eingangsbereich. Außerdem gibt es direkt am Eingang und am Europaparksee ein Informationszentrum. Für Besonderheiten gibt es Hinweistafeln, die überall im Park verteilt sind. Sie weisen zum Beispiel darauf hin, wenn, wie in diesem Fall, die Öffnungszeit des Parks wegen des großen Andrangs verlängert wurde. An vielen Attraktionen finden sich mittlerweile solche Tafeln mit stets der aktuellen Wartezeit. Doch wer ein Verfechter der modernen Technik ist, dem wird das hier möglicherweise gefallen. Überall im Park verteilt sind diese Wi-Fi-Spots. Hier kann man sich mit einem Wi-Fi-fähigen Gerät und der Europapark-App direkt einloggen und die aktuellsten Informationen abrufen. Die Benutzung der App ist kostenlos. Gegen eine Gebühr kann man einen Login-Schlüssel bekommen, sodass man auch direkt im Internet surfen kann. Die Wi-Fi-Spots erkennt man an den blauen Symbolen, die meistens dort sind, wo man sich irgendwo gemütlich hinsetzen kann. Ich werde das gleich mal an zwei verschiedenen Orten ausprobieren. Zuerst mal hier in der Taverna Mykonos im griechischen Themenbereich. Also, ein schönes Plätzchen gesucht. Das Tablet raus und die App gestartet. Wie man hier sieht, gibt es sie in drei verschiedenen Sprachen. Die App ersetzt den gedruckten Parkplan, die Showflyer und kann noch viel mehr. Hier kann ich mir in der Übersicht zum Beispiel anschauen, welche Shows als nächstes starten. Für meine Planung kann ich aber auch spätere Showzeiten aufrufen. Und der interaktive Parkplan führt mich sicher zu meinem Ziel. Hier kann ich mir die aktuellen Wartezeiten von allen Attraktionen angucken. Gelistet nach kurzer Wartezeit bis langer Wartezeit. Und auf einen Klick kann ich mir auf der Karte anzeigen lassen, wo sich die jeweilige Attraktion befindet. Machen wir mal einen Standortwechsel, um eine andere Option auszuprobieren. Hier ist der portugiesische Themenbereich. Hier ist der Wi-Fi-Spot. Und mit einer anderen Funktion der App kann ich mir anzeigen lassen, welche Attraktionen sich in meiner unmittelbaren Nähe befinden. Auf der interaktiven Karte kann ich mir anzeigen lassen, was ich gerade brauche. Attraktionen, Shops, Restaurants, was auch immer. Die Wi-Fi-Spots sind gut über den Park verteilt, sodass man eigentlich immer einen Punkt findet, wo man die Informationen abrufen kann. Ja,
Aber irgendwann ist auch der schönste Tag im Europapark mal zu Ende und die Bahnen bringen die Besucher zum Ausgang zurück. Und manche von den Gästen, die in Rust übernachten, fragen sich, was außer Essen kann man am Abend denn jetzt noch unternehmen? Nun, wenn nicht gerade irgendwo ein Abendprogramm geboten ist, wie wäre es denn dann mit Kino? Im Magic Cinema 4D Kino werden allabendlich die aktuellsten Kinofilme gezeigt, wobei die Effekte des 4D-Theaters voll ausgenutzt werden. Ich selbst habe die Schlacht um Minas Tirith aus Herr der Ringe und die Weltallschlachten aus Star Wars Episode 3, die Rache der Sith, in diesem Kino erleben dürfen. Und ich kann sagen, ja, ich war mittendrin statt nur dabei. Die Kasse für die Kinokarten befindet sich in der Information direkt neben dem Haupteingang des Europapark. Es empfiehlt sich, die Karten schon frühzeitig zu kaufen, denn was man hat, das hat man. Eine Reservierung übers Internet ist übrigens auch möglich. Etwa eine halbe Stunde vor Beginn des eigentlichen Films ist Einlass. Der Besucher wird in den Haupteingang geleitet, direkt durch den deutschen Themenbereich und durch den italienischen Themenbereich direkt zu der kleinen Passage zwischen dem Varieté-Theater und dem Geisterschloss. Und schon steht man vor dem Magic Cinema 4D. Das Kino ist übrigens voll ausgestattet, das heißt, es gibt einen Stand für Getränke, Popcorn und was man während eines Films sonst noch so brauchen kann. Und mit diesen Illuminationen aus dem Europapark kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns. Ha 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 ha!